Wir schreiben das Jahr 1786, einer kleinen Volksschule in Braunschweig. Lehrer Büttner gibt seinen Kindern eine Aufgabe, nämlich sie sollen die Zahlen von 1 bis 100 zusammenaddieren. Und was nach einer großen Fleißaufgabe aussieht, die die Kinder einige Zeit beschäftigen wird, führt dazu, dass nach wenigen Minuten ein 9-jähriger Schüler nach vorne kommt und dem Lehrer seine Tafel mit dieser Zahl hinlegt. 5050. Das Ergebnis stimmt und der Lehrer ist mehr als erstaunt. Er fragt den Schüler, wie er auf das Ergebnis kommt. Und der Schüler zeigt ihm folgende Rechnung. Er sagt, nun, ich habe 1 und 100 addiert, das gibt 101. Auch 2 und 99 gibt 101 und 3 und 98. Und so habe ich weitergemacht bis 50 plus 51. Auch das gibt wieder 101. So bekomme ich 50 mal 101 und das ist 5050. Der 9-jährige Schüler, der diese tolle Rechnung hier präsentiert, ist kein geringerer als Karl Friedrich Gauss. Und die Formel, die er hier präsentiert, ist heute als der kleine Gauss, die kleine Formel von Gauss bekannt. Wie darf man sich die vorstellen? Nun, wenn ich die Zahlen, hier habe ich sie mal von 1 bis 4, addieren möchte, also die Anzahl der gelben Kästchen hier ausrechnen möchte, dann mache ich einfach 1. Ich nehme dieselben Kästchen noch einmal, drehe sie, das sind die roten, und setze sie quasi einmal gedreht oben drauf. Dann bekomme ich hier unten, wenn das die Zahlen bis 4 addiert werden sollen, 4 Stück. Und ich bekomme hier ein Rechteck, das ist 4 mal 5. Also wenn es allgemein n ist, n mal n plus 1. Dann habe ich aber genau alles zweimal gezählt, nämlich die gelben und die roten, und dann muss ich es nur noch durch 2 teilen. Und das ist im Prinzip genau die Formel, die auch Gauss herausgefunden hat, nämlich 100 mal 101 dividiert durch 2. Und das sieht man hier nochmal sehr schön. Ich nehme quasi, wenn ich die Zahlen von 1 bis n zusammen addieren will, lege ich sie hier noch einmal drauf, dann habe ich n mal n plus 1 und habe ich sie doppelt gezählt, also die Zahl von 1 bis n ist 1/2 mal n plus 1. Jetzt gibt es im Übrigen noch eine schöne Möglichkeit, wenn man so eine Formel gefunden hat, wie sie zum Beispiel Gauss gefunden hat, solche Formel zu beweisen. Und das ist das Domino-Prinzip, was die Mathematiker auch Induktion nennen. Was meine ich mit Domino-Prinzip? Na, mit Domino-Prinzip meine ich, wenn ich eine ganze Reihe von Dominosteinen habe und ich weiß, der erste Dominostein fällt und die Steine sind so aufgestellt, dass mit jedem Dominostein auch jeder weitere fällt, dann fallen alle Steine um. Oder mathematisch, wenn eine Formel für den ersten Stein, also für n gleich 1 gilt und mit jedem Stein, mit jedem n, auch für jeden nächsten Stein, dann gilt sie für alle Zahlen n. Und damit wollen wir mal unsere Formel von Gauss überprüfen, also ob wirklich diese Summenformel gilt. Nun, für n gleich 1 setzen wir einfach rein. 1/2 mal 1 mal 2 ist 1. Das stimmt offensichtlich. Der erste Dominostein fällt. Jetzt nehmen wir an, die ersten n Dominosteine fallen, der n-te, fällt auch der nächste. Nun, jetzt nehme ich die Zahlen von 1 bis n plus 1. Ich weiß, dass die ersten n zusammen addiert genau 1/2 mal n plus 1 sind. Dazu muss ich n plus 1 addieren. Naja, jetzt klammere ich n plus 1 aus, bekomme ich hier 1/2 n übrig und von dieser 1 kommt, Klammer noch die 1/2 raus, die 2, also habe ich 1/2 mal n plus 1 mal n plus 2. Das ist genau, wenn ich meine Formel statt n, n plus 1 einsetze und ich sehe, die Formel stimmt. Und das Tolle dieses Verfahrens, dieser vollständigen Induktion ist, dass man damit auch ganz andere Formeln beweisen kann, selbst wenn man ja, sie vielleicht nur erraten muss oder vielleicht auf eine andere Art und Weise darauf kommt. Zum Beispiel wie die Formeln, wie ist die Summe der ersten n Quadrate, das ist nämlich 1/6 mal n plus 1 mal 2n plus 1 oder der ersten n Kubikzahl. Da habe ich lustigerweise genau die Formel, die ich von den ersten n habe, jeweils quadriert, also 1/4 mal n Quadrat mal n plus 1 Quadrat. Und ich bekomme im Übrigen für alle beliebigen Kartenpotenzen eine ähnliche Formel und ich kann sie dann auch mit Induktion beweisen. Und im Übrigen, Karl Friedrich Gauss, der 9-Jährige, der diese tollen Formeln gefunden hat, dieser 9-Jährige ist nachher einer der ganz großen Mathematiker seines Jahrhunderts geworden.